Rosi, warte. Möchtest du gern wie Mami aussehen? Ja! Also das geht so. Nicht bewegen, Rosi. So. Rosi. Caillou, hast du deine Schwester so zugerichtet? Na ja, ich wollte, dass Rosi so hübsch aussieht wie du. Du weißt doch, dass du mit meinem Make-up nicht rumspielen darfst. Dann wollen wir dich mal wieder sauber machen, Rosi. Hier, zieh dich an. Du und Rosi, ihr müsst doch gleich zu eurer Spielgruppe. Ich will aber heute nie zur Spielgruppe gehen. Caillou! Was braucht der Junge nur so lang? Lass schon mal den Wagen an, Liebling. Papi, ich stecke fest! Au! Caillou, Mama wartet schon draußen auf dich. Caillou konnte diese wilde Hetzerei überhaupt nicht vertragen und fühlte sich plötzlich ganz schrecklich. Nein, ich will jetzt nicht mit Mami wegfahren. Ich will lieber mit dir zu Hause bleiben. Aber später muss ich doch auch zur Arbeit. Ich will aber nicht, dass du heute arbeitest. Bleib hier sitzen. Ich bin gleich wieder da. Sein Vater ging zum Wagen und sagte zu seiner Mutter, er würde Caillou später selbst zur Spielgruppe bringen. Ja, bleiben wir zu Hause und spielen den ganzen Tag? Nein, Caillou, ich muss heute wirklich zur Arbeit gehen. Aber erst einmal ziehen wir deine Schuhe an. Ich will dir etwas zeigen. Hallo, jemand zu Hause? Wer ist das? Ich hab ihn gefunden. Sein Name ist Struppi. Er muss sich im Park verlaufen haben. Und jetzt wollen wir seinen Besitzer suchen. Struppi, nein, hör auf! Mama! Was für ein Schmutz. Ihr zwei bringt ihn besser raus und macht ihn sauber. Jetzt musst du ihn abbrausen. Pass doch auf! Jetzt wurde es aber Zeit, Struppis Besitzer zu finden. Deshalb machte sein Vater ein Foto von ihm für einen Suchzettel. Du musst lächeln, Struppi. Ausgezeichnet. Jetzt machen wir davon Kopien und auf dem Rückweg kaufen wir Hundefutter. Und wenn niemand anruft, Papi, darf ich ihn dann behalten? Warten wir es ab. Sich richtig um einen Hund zu kümmern, nimmt viel Zeit in Anspruch. Hallo? Ja. Aha, das ist er. Also gut, dann bis gleich. Das war seine Besitzerin. Sie hat euren Suchzettel gesehen und kommt her, um ihn abzuholen. Rocky! Seitdem Rocky weggelaufen ist, war sie sehr traurig. Ich bin so froh, dass sie ihn gefunden haben. Es war Caillou, der ihn gefunden hat. Nicht wahr, Caillou? Hast du auch einen Hund? Nein, aber ich habe einen Kater. Sein Name ist Gilbert. Im Ernst? Du hast vielleicht Glück. Ich wollte so gern eine Katze haben, aber mein Vater ist leider allergisch. Komm, es wird Zeit zu gehen. Ich bin so froh, dass du ihn gefunden hast. Und danke, dass du auf Rocky aufgepasst hast. Rosi auch. Weißt du, Rosi, das ist viel zu hoch für dich. Da musst du erst ein bisschen größer werden, damit du oben schlafen kannst. Hier unten wird es dir besser gefallen. Schlafenszeit! Oh, aber wir spielen doch gerade in unserer Burg. Ihr könnt morgen weiter in eurer Burg spielen. Soll ich dir helfen, in dein Bett hochzusteigen? Nein, das kann ich doch alleine. Das war einfach. Gute Nacht, Caillou. Und träum was Schönes. Okay, Omi. Gute Nacht. Caillou war so aufgeregt, oben in einem Hochbett zu liegen, dass er nicht einschlafen konnte. Alles sah von hier oben völlig anders aus. Und der Fußboden lag tief, tief unter ihm. Rosi, bist du noch wach? Hab keine Angst, Teddy. Oh nein! Teddy! Rosi, kannst du mir den Teddy wiedergeben?
Okay. Rosi hatte zu große Angst, um auf die Leiter zu klettern. Das obere Bett schien unheimlich hoch zu sein. Ist schon gut, Rosi. Ich komm runter. Caillou war sich nicht so sicher, ob er diese hohe Leiter wieder raufklettern wollte. Guten Morgen. Du hast ja doch nicht in dem oberen Bett geschlafen, Caillou. Nein, Teddy hatte viel zu große Angst. Deshalb sind wir unten geblieben. Ist nicht auszuschließen. Die Aussichten für die nächsten Tage sind... Hast du vielleicht Lust, rauszugehen, Gilbert? Gewittern kann es zu der gefürchteten, überfrierenden Nässe kommen. Du kannst ihn ja mal rauslassen, Caillou. Ist gut. Komm, Gilbert. Papi, sieh mal, es schneit. Caillou war vom Schnee begeistert. Der Wind wirbelte die dichten Schneeflocken so durch die Luft, dass man draußen kaum etwas sehen konnte. Caillou wusste, morgen würde ein wunderbarer Tag sein, um einen Schneemann zu bauen. Mann, das ist vielleicht ein Sturm. Der Wetterbericht sagt, es könnte heute Nacht Eisregen geben. Ich dreh mal die Heizung auf. Wollen wir Mama fragen, ob wir ihr beim Tischdecken helfen können? Ja, klar, Papa. Wrumm, wrumm, tut. Rotes Licht. Grünes Licht. Wrumm, 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 wrumm. Wrumm, rotes Licht. Na, mein Hase, hast du Hunger? Ja, grünes Licht. Wrumm. Wrumm, wrumm. Okay, und jetzt wollen wir hier parken. Oh, das ist ja ein schrecklicher Sturm. Und es sieht so aus, als wird's noch schlimmer. Aber wir brauchen uns bestimmt keine Sorgen zu machen, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Willst du dir schon mal die Hände fürs Abendessen waschen, Caillou? Caillou fragte sich, warum Mami und Papi sich solche Sorgen über den Sturm machten. Ich glaube, wir haben die Zauberworte vergessen, Schatz. Grünes Licht! Brumm, 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 brumm! Schaut euch mal die hübschen Seerosen an. Seht ihr, was die für große schwimmende Blätter haben? Caillou dachte schon, er hätte im Teich einen tollen Schatz gefunden. Doch der hüpfte einfach davon. Schaut mal die lustigen Fische an. Das sind Kaulquappen. Aus denen werden mal Frösche. Oh, da ist noch ein Frosch. Oh, er hat eine Fliege gegessen. Igitt. Quack, quack. Quack, quack. Quack, 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 quack. Quack. Oh, was ist denn das? Tja, suchen wir mal nach Hinweisen. Ist das ein komischer Stock? Da sind ganz viele Kratzer drauf. Das ist ein toller Schatz, Leo. Das sind Abdrücke von Zähnen. Wisst ihr, welches Tier so starke Zähne haben könnte? Es hat ein braunes Fell, einen flachen, großen Schwanz und große Nagezähne. Ein Biber? Genau. Und das ist der Bau von den Bibern. Das nennt man einen Damm. Die Biber müssen an Hölzer nagen, damit ihre Zähne nicht zu lang werden. Und da drinnen wohnen die Biber? Dürfen wir da mal reinschauen? Dann würden wir sie bestimmt erschrecken, Caillou. In der Natur soll man alles so lassen, wie es ist. Kommt, gehen wir weiter. Im Wald gibt es noch so vieles zu sehen. Caillou war schon gespannt, was sie noch alles entdecken würden. Warte, ich zeig dir mal einen kleinen Trick, Caillou. Halte den Ast fest, so als würdest du für jemanden die Tür aufhalten. Caillou wusste, dass seine Mami ihm immer einen Kuss auf die Stelle gab, an der er sich wehgetan hatte, damit er sich besser fühlte. Gleich geht's dir besser, Rosi. Ich bin die Mami und du bist das Baby, Rosi.
Caillou hatte ein tolles Haus für sich und Rosie gebaut. Aber Rosie wurde langsam müde. Ich glaube, da braucht jemand seinen Mittagsschlaf. Warte, Papi! Caillou langweilte sich. Er wollte mit Rosie spielen, aber er wusste, dass er leise sein musste, wenn Rosie schlief. Caillou, hast du Rosie mit Absicht geweckt? Sei so lieb und geh in dein Zimmer und spiel dort, bis das Abendessen fertig ist. Rosie, du musst erst aufessen, bevor es den Nachtisch gibt. Schau, Caillou hat auch aufgegessen. Rosie, guck mal, jetzt kommt ein Flugzeug. Schön den Mund aufmachen. Ich frag mich, was Mama tun würde, damit Rosie mit der Zappelei aufhört. Ich weiß was. Du bist doch müde, Rosie. Du musst jetzt schlafen. Papi, du hast vergessen, uns eine Geschichte vorzulesen. Warum liest du uns heute nicht mal eine Geschichte vor, Caillou? Okay. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem Land weit... Caillou, Rosie, wieso seid ihr beiden noch wach? Psst, sonst wecken wir Papi auf. Papi, Papi, bin ich heute größer? Au! Ich fürchte, du bist heute noch ganz genauso groß wie gestern, Caillou. Caillou war enttäuscht. Er hatte das Gefühl, nie im Leben so groß wie André zu werden. Niemand wächst über Nacht. Du brauchst Jahre, um größer zu werden. Was machst du denn da? Ich habe die Wasserleitung repariert. Mal sehen, ob sie funktioniert. Oh nein! Ich glaube, wir werden den Klempner holen müssen. Ich glaube, ich muss die eine Muffe austauschen. Die alte ist undicht. Darf ich helfen, Papi? Tut mir leid, Caillou. Das ist Arbeit für Erwachsene. Also beschloss Caillou, selber im Badezimmer etwas zu reparieren. Hilf mir, Teddy. Wir müssen die undichte Muffe reparieren. Caillou, wir brauchen jetzt doch deine Hilfe. Falls du nicht so beschäftigt bist. Au ja! Also, wir müssen das Wasser für den Klempner abdrehen. Aber wir sind zu groß, um da reinzupassen. Wenn der Klempner jetzt ruft, drehst du das Wasser ab, okay? Okay. Jetzt! Jetzt! Es ist so dunkel hier drin, Papi. Ich bin ja bei dir, Caillou. Ich hab's geschafft. Vielen Dank, Caillou. So einen kleinen Helfer wie dich könnte ich häufiger gebrauchen. Caillou war sehr stolz, dass er dem Klempner bei der Reparatur geholfen hatte. Aha, ich hab dich gesehen, André. Caillou, was machst du denn hier? Ich will hier schlafen. Ich mag mein Bett nicht mehr. Aber dieses Bett ist zu klein für uns drei. Und dein Bett hat die perfekte Größe für dich. Und was ist mit Teddy und Gilbert? Müssen die ganz allein im Zimmer schlafen? Die fühlen sich sicher sehr einsam ohne dich. Dann schlafen die eben auch hier. Nein, kommt nicht in Frage. Komm, Caillou, geh wieder ins Bett. Augenblick, ich glaube, ich muss ins Badezimmer. Gilbert und Teddy freuen sich bestimmt, dass du wieder hier bist. Und jetzt schlaft ihr alle zusammen ein. Ich will aber noch nicht schlafen, Papi. Spielen wir irgendwas? Sieh mal raus, Caillou. Was siehst du da? Es ist dunkel. Ich sehe den Mond und Bäume und ein Haus. Das stimmt.
Und in dem Haus schlafen auch schon alle tief und fest in ihren Betten. Sogar die Sonne schläft schon lange. Weißt du, als ich noch ein kleiner Junge war, da hatte ich manchmal auch schlechte Träume. Wirklich? Ja, aber ich kenne einen Trick, den mir Oma beigebracht hat. Und der hilft dir bestimmt auch. Wenn ich im Bett lag und die Augen geschlossen hatte, also ganz kurz vorm Einschlafen, da dachte ich immer an schöne Dinge, an das, was mir am besten gefiel auf der Welt. Was denn? An Regenbogen oder große Blätterhaufen, in die ich gerne reinsprang, an solche Sachen. Was sind denn deine Lieblingssachen? Schokoladenplätzchen, meine Autos. Das finde ich sehr gut. Gute Nacht, Caillou. Und nicht vergessen, nur an schöne Dinge denken, ja? Ich will etwas basteln und ich will, dass Mama mir hilft. Ich kann dir helfen, wenn du willst, aber ich habe auch ein tolles Spiel mitgebracht, das wir zusammen spielen können. Ein Spiel? Wo? Hier, schau! Wo denn? Na hier, das ist alles, was wir brauchen, um unsere eigene Schnitzeljagd zu machen. Was ist das? Bei einer Schnitzeljagd hat man eine Liste von Dingen, die man finden muss. Was für eine Liste? Sieht aus, als werdet ihr viel Spaß haben, Caillou. Bis später. Also hier steht, das Erste, was wir finden müssen, ist eine Feder. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen. Du auch? Wenn man eine Schnitzeljagd macht, muss man manchmal ein bisschen überlegen. Caillou war nicht sicher, ob er wusste, was Julie meinte. Denn er überlegte immer noch, was eine Schnitzeljagd sein könnte. Ich gebe dir ein Beispiel. Wo meinst du, könnten wir wohl am ehesten eine Feder finden? Keine Ahnung. Wo kommen Federn denn her? Weißt du das? Von den Vögeln. Stimmt genau, Caillou. Und im Park leben viele Vögel, nicht wahr? Da oben, Julie. Ja, ich sehe sie. Und wenn die Vögel da oben ihr Nest haben, könnte es sehr leicht sein, dass hier unten irgendwo... Ich habe eine gefunden. Ich habe eine Feder gefunden, Julie. Gut gemacht, Caillou. Und alles, was wir auf unserer Schnitzeljagd finden, tun wir hier rein, okay? Caillou fand das sehr lustig. Er konnte es kaum erwarten zu hören, was als nächstes auf der Liste stand. Und als nächstes suchen wir eine Eichel. Wo glaubst du, könntest du eine Eichel finden, Caillou? Ich gebe dir einen Tipp. Eicheln wachsen an Eichenbäumen. Und Eichen haben Blätter, die so aussehen. Rosi, auf! Gib mir einen Schubs. Rosi, auf! Fertig? Ich möchte jetzt im Sandkasten spielen. Ja, gut. Rosi und ich bleiben hier bei der Schaukel. Caillou wollte gern mit dem Jungen spielen, aber er war ein bisschen schüchtern. Kann ich mitspielen? Caillou konnte nicht verstehen, warum der Junge ihn nicht beachtete. Hallo. Mami, der Junge ist weggerannt. Wollen wir mal hin und nachsehen, was der Grund war, ja? Das ist aber eine sehr schöne Sandburg. Hallo. Dürfen wir uns vorstellen? Das sind Caillou und Rosie. Freut mich, euch kennenzulernen. Das ist mein Sohn Robbie. Wir sind erst vor kurzem hierher gezogen. Er wollte nicht mit mir spielen. Das erkläre ich dir, Caillou. Robbie hat dich nicht gesehen, weil du von hinten kamst. Du hast ihm auf die Schulter geklopft und da hat er sich erschreckt, weil er taub ist. Was ist taub, Mami? Weißt du, man sagt, jemand ist taub, wenn er nichts hören kann, weil die Ohren nicht einwandfrei funktionieren. Es ist ungefähr so, als ob du dicke Ohrenschützer aufhast und nicht so gut hören kannst. Caillou konnte das alles nicht ganz verstehen. Er wollte doch einfach nur mit dem Jungen spielen. Ich buddel jetzt ein ganz großes Loch. Na schön, und wir sitzen hier auf der Bank. Kann ich deine Schaufel mal haben? Caillou dachte, wenn er etwas lauter spricht, dann könnte Robbie ihn vielleicht hören. Kann ich deine Schaufel haben? Caillou versuchte, Robbie zu zeigen, was er machen wollte. Oh, Caillou, das war doch nur Olli. Komm her, Mieze, jetzt gibt's Fressen. Nein.
Nur einen Becher voll, Caillou. Ich füll ihm Wasser nach. Olli hat schon alles weggefuttert, Mami. So, mal sehen. Wir haben die Post reingebracht, die Katze gefüttert. Jetzt müssen wir die Blumen gießen. Kann ich das machen? Und so gingen Caillou und seine Mami durch das ganze Haus, um alle Pflanzen und Blumen zu begießen. Jetzt haben wir alles gemacht. Wann kommt Sarah denn wieder nach Hause, Papi? Caillou? Hier ist eine Postkarte für dich aus dem weit entfernten China. Sie ist von Sarah. Von Sarah? Sie schreibt, lieber Caillou, ich besuche hier in China sehr viele Verwandte. Und das macht mir großen Spaß. Und da steht noch, ich freue mich schon darauf, dir Fotos zu zeigen. Bitte umarme Olli für mich. Ich vermisse euch alle sehr. Liebe Grüße, Sarah. Und wann kommt Sarah wieder nach Hause, Papi? Das wird noch ein paar Wochen dauern, Caillou. Rosi, Rosi, ich habe eine Postkarte aus China bekommen. Ich bin gleich wieder hier. Ich muss nur noch zwei Blumen gießen. Hallo, Olli. Ich soll dich von Sarah umarmen. Caillou hatte das Gefühl, dass es unendlich lange dauert, bis Sarah wiederkommt. Sie fehlte ihm wirklich sehr.